Servus zu Barbecue aus Franken. Heute machen wir einen Chicken Fajita Burger. Nachdem es heute ziemlich pieselig ist draußen, die Stimme auch schon belegt ist, die Erkältung droht. Verlegen wir das Ganze heute ein bisschen in die Küche. Das können wir heute auch machen. Und ich würde sagen, auf geht's, ab in die Küche. Wir teilen es halt mal ein bisschen auf. Das sind natürlich die Zutaten, die wir jetzt brauchen für die Patties, für die Chicken Fajita Patties. Wir haben Hühnerfleisch, und zwar Hühnerbrüstle, 4 Stück, sind insgesamt so knapp 900 Gramm. Wir haben 150 Gramm Käse und wir haben eine Zwiebel und brauchen dazu Fajita Magic Gewürz. Was wir auch noch dazu brauchen, wir wollen nämlich die ganzen Patties heute panieren. Wir brauchen 2 Eier für die Panade, wir brauchen Nachos und ein bisschen Mehl. Und der erste Arbeitsgang ist ganz einfach der, dass wir unsere Hühnerteile erstmal durch den Fleischwolf drehen. So, das Huhn ist jetzt quasi durch den Wolf gedreht worden und schaut dementsprechend aus. Also richtig schön fein und klein. Nächster Schritt wird sein, die Zwiebeln schön klein zu machen und den Käse schön klein zu machen. So, die Zwiebeln sind jetzt richtig schön fein geschnitten. Die werden jetzt dann später dem Patty noch so eine leichte Süße geben. Die Zwiebeln schwitzen wir im Übrigen auch noch ein bisschen an und geben sie dann, wenn sie kalt sind, erst wieder zur Masse dazu. Den Käse schneiden wir jetzt auch ganz klein. Dann schneiden wir die harten Ränder weg. Die brauchen wir nicht. Und dann schneiden wir auch kleine Würfele, die wir dann mit zu der Chicken Fajita Patty Masse mit dazugeben. Schon ist der Käse in Würfel geschnitten und in der Größe ungefähr brauchen wir das jetzt Ganze. Ne? So, in die Pfanne geben wir uns ein bisschen ganz Schuss Öl und geben unsere Zwiebel dazu. Die lassen wir jetzt auch gar nicht großartig braun werden. Und einfach ein bisschen anschwitzen, dass die Schärfe rausgeht und die Süße ein bisschen mehr rauskommt aus den Zwiebeln. Ich glaube, das reicht jetzt dazu. Die sollen ja bloß, wie gesagt, ein bisschen glasig sein, also keine großartige Farbe annehmen. Sondern einfach ein bisschen weich gedünstet sein. Nehmen wir runter, lassen es abkühlen und geben sie dann erst zur Masse dazu, weil wenn wir es gleich dazugeben, dann hätten wir das Fleisch schon garen. Dann nehmen wir den Käse zum Hackfleisch dazu. Dann geben wir die Zwiebeln dazu, die sind jetzt mittlerweile nicht ganz kalt, aber fast kalt. Und vom Fajita-Gewürz geben wir jetzt mal einen Esslöffel dazu und dann schmecken wir das Ganze immer noch ab. Ein bisschen mehr darf schon sein. 1,5 Esslöffel. Das Ganze mischen wir jetzt mal durch. Das ist fertig. Darauf raus formen wir jetzt Patties. Wer mag, kann natürlich jetzt da auch noch Frühlingszwiebeln zum Beispiel mit dazu tun oder gleich jetzt Jalapenos mit rein tun. Ich denke mal, ich lasse mal so. Für den Anfang nicht schlecht. Jalapenos tun wir dann später eh auf dem Burger oben drauf. Und ich denke, das ist eine richtig schöne Klumpmasse. Da kann man was draus machen. So, die Patties sind jetzt einmal soweit fertig. Die haben ihre Grundform. Was wir jetzt machen, wir panieren die Patties noch. Und dazu brauchen wir, wie gesagt, das Ei, das Mehl und die Nachos. Und anfangen tun wir damit, dass wir die Nachos einmal klein machen. Können wir jetzt in einen Beutel tun und können schön drauf drücken. Ich probiere es jetzt mal einfach in der Schüssel, vielleicht geht es genauso. Es geht genauso. So in etwa. Die Eier für die Panade. Ohne Schale. Die schlagen wir ein bisschen auf und geben auch da ein kleines bisschen von dem Fajita-Gewürz mit rein. Und dann geben wir uns in den Teller noch ein bisschen Mehl. Und dann tun wir unsere Patties ganz normal, wie ein Schnitzel im Prinzip, in Mehl. Anschließend in Ei. Und dann in der Crunchy Panade wenden. So sieht das Ganze aus und das wird jetzt dann ausgebacken. Ich mache alle mal fertig und dann geht's weiter.
da haben wir jetzt die Sachen dazu, die wir brauchen, um den Burger zusammenzustellen. Wir haben als Burger Brötchenersatz, haben wir ja beim letzten Video, den Link dazu blende ich ein, die New York Bagels gemacht. Die brauchen wir dazu. Wir brauchen einen schönen groß gebratenen Speck, haben wir ja gerade im Moment gemacht. Wir haben aber auch schöne Jalapenos, wir haben ein wenig Salat, wir haben Guacamole und wir haben die selbstgemachte Salsa. Auch da blende ich natürlich das Rezept dazu ein. Wer mag, kann noch Sour Cream drauf machen und wie auch immer. Da gibt es noch genug Möglichkeiten. Wir haben jetzt das da mit Baumen. So, wir haben jetzt im Moment 151 Grad Temperatur, Öltemperatur. Da legen wir mal ein, also mehr wie 160 soll es nicht haben, sonst verbrennt es das Arch. So, nachdem ich ja vorsichtiger Mensch bin, lege ich das mit der Schöpfkelle ein. Einmal. Zweimal. Ja, dritter geht noch. Dreimal. Und jetzt packen wir das Ganze aus. So, die größte Herausforderung, denke ich, wird das Wenden sein. Das machen wir jetzt einmal. Jawohl. Wenn jetzt da ein bisschen, wie hier, Käse rauskommt aus den Patties, ist das nicht weiter schlimm. Das Öl, das lassen wir dann so handwarm wieder abkühlen und dann wird es einfach mal abgesiebt. Dann können wir das auf alle Fälle mal wieder verwenden. So, ich denke, das sollte passen. Dann nehmen wir es raus und geben es auf so ein Zeber ein bisschen zum Abtupfen, damit wir also nicht das blanke Fett dann hinten noch essen müssen. So, und während die zweite Portion an den Patties ausgebacken wird, könnte man schon mal unseren ersten Burger bauen. Dann schneiden wir ganz einfach unseren Bagel auf. Gehen wir auf den Boden von der Guacamole drauf und wir sparen bei nichts halt. Dann gibt es ein paar Salatblätter. Das ist quasi der gesunde Teil der ganzen Geschichte. Dann kommt unser schönes Patty drauf. Eine schöne Portion von dieser extrem leckeren Salsa. Dann toppen wir das Ganze noch ein bisschen mit Jalapenos. Und zu guter Letzt, ich bin halt immer der Bacon-Fan, machen wir noch ein paar Scheiben Bacon drauf. Deckel drauf. Und fertig ist unser Burger im Chicken Fajita-Style. Und das soll ich jetzt reinbeißen. Ich probiere es. Ich habe da mal was vorbereitet. Äußerst lecker. Also das ist wirklich absolut klasse. Das Patty, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, ganz schwierig wahrscheinlich, ist absolut klasse. Also diese crunchy Banane drin, die leichte Süße von den Zwiebeln, jetzt die Kombi mit der Guacamole und den Jalapenos und der Salsa. Also wirklich absolut genial. Das Ding ist mal wieder gelungen, freut mich. Machen wir mit Sicherheit wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich freuen und über einen netten Kommentar natürlich auch, ganz klar. Und wenn ihr mögt, abonniert den Kanal. Den Link dazu blende ich ein, wie auch die Rezepte ja schon im Film vorher schon zu der Salsa und zu dem Bagel. Also wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, auf alle Fälle. Wir sehen uns wieder bei einer nächsten Folge von Barbecue aus Franken. Bis dahin bleibe ich euer Sven. Tschüss. Und jetzt machen wir die Sauerei weiter. Ja.